Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 77. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung, Hessisches Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen 2035/38 zu 2034/3457. Dazu ist der Änderungsantrag mit auf die Tagesordnung gekommen, 2035/56, Änderungsantrag der CDU von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion der SPD und der Freien Demokraten. Lieber Wolfgang Decker, sind Sie bereit zur Berichterstattung? Bitte schön. Herr Wolf, vielen Dank, Herr Präsident. Der Haushaltsausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 1. September befasst und gibt folgende Empfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und die Beschlussempfehlung ist einstimmig ergangen. Vielen Dank, lieber Kollege Decker. Ich darf die Aussprache öffnen und als erstem Redner das Wort erteilen dem Abgeordneten Michael Reul, CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon ein bisschen zu fortgeschrittener Stunde, denke ich mir, können wir auch die Dinge verkürzt darstellen. Wir sind uns gemeinsam einig, dass wir jetzt zum Abschluss dieser Plenarwoche noch einmal etwas Gutes gemeinsam besprechen wollen. Es geht um die Erstattung der Gewerbesteuerausfälle. Wir haben jetzt nach der ersten Lesung, und der Vorsitzende hat es gerade berichtet, wir hatten jetzt dann in der Ausschusssitzung eine Anhörung, wo die Kommunalen Spitzenverbände generell das Vorhaben gelobt haben. Sie freuen sich. Es gab ein Zitat. In den letzten 23 Jahren hat sich der Dr. Dieter, das darf ich an dieser Stelle zitieren, er hat erwähnt, noch nie so positiv zu einem Gesetzesvorhaben der Landesregierung geäußert. Das haben wir sehr erfreut entgegengenommen. Und auch die anderen Kommunalen Spitzenverbände haben sich positiv geäußert. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass wir so einen großen Konsens hier im Hessischen Landtag haben, dass wir zusammen, und das an dieser Stelle auch, weil es ja auch in der Diskussion gewesen ist, Olaf war daran beteiligt, alle anderen waren daran beteiligt, und deshalb haben wir einen großen Konsens an dieser Stelle für die Erstattung der Gewerbesteuermindereinnahmen. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen den eingebrachten Änderungsantrag. Der hat den folgenden Hintergrund. Wir haben uns in der Ursprungsvorlage bezogen auf Fristen, wenn der Bund sein Gesetz beschließt. Dies haben wir jetzt rausgenommen aus Sicherheitsgründen, dass wir, weil wir auch so schnell sind, jetzt auch in zweiter Lesung gemeinsam dies beschließen können, ohne dass wir den Bezug zum Bund darin haben müssen, sodass der Bund auch frei ist mit seiner Entscheidung und wir dann gemeinsam, wenn die Entscheidung auf Bundesebene gefallen ist, auch in die Auszahlung eintreten können. Deshalb, meine sehr Damen und Herren, lassen Sie es mich zusammenfassen. Es ist ein guter Tag heute für die hessischen Kommunen. Ich freue mich, dass wir einen so großen Konsens haben in dieser so wichtigen Frage und danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Reul. Das ist jetzt, muss man fast schon sagen, eine Benchmark, 1 Minute 57, und trotzdem ist alles gesagt worden. So, bitte schön, ich darf den nächsten Redner aufrufen. Das ist der Kollege Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten! Werter Kollege Weiß, Sie starteten in Ihrer vorgestrigen Rede mit der Feststellung, dass die Kommunen verfassungsrechtlich Teil der Länder sind und somit in deren Verantwortung fallen. Nichtsdestotrotz loben Sie aber das herausragende Engagement Ihres Bundesfinanzministers und der Bundesregierung für die Beteiligung des Bundes an der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle. Weshalb Ihnen dieses Anliegen ein großes Anliegen war, das können wir uns in dem Augenblick ja denken. Den Kommunen muss geholfen werden, das stimmt. Doch liegt diese Verantwortung klar bei den Ländern, und diese sollten sich auch ihrer Verantwortung stellen. Der Einsatz
Der Einsatz von Bundesmitteln auf kommunaler Ebene ist aufgrund der föderalen Organisation unseres Staatswesens vom Grundgesetz eigentlich so nicht vorgesehen. Deshalb muss eine Ausnahmeermächtigung in den Übergangsvorschriften des Grundgesetzes geschaffen werden. Da diese Ermächtigung ausdrücklich nur einmal genutzt werden kann, sollten wir uns darauf einstellen, dass die Kompensation kommunaler Steuerausfälle durch Bundesmittel eine einmalige Sache sein wird. Von nun an ist das Land auf sich alleine gestellt. Der Finanzminister hat das ja auch schon ausgeführt. Der Bund wird also keine weiteren Mittel zur Kompensation zur Verfügung stellen. Uns wäre es grundsätzlich lieber, wenn die Länder anstatt großzügigen Gaben zu empfangen, ihre Anteile an den Gemeinschaftssteuern langfristig ausbauen und wir uns somit insgesamt einen Schritt von einer fiskalischen Zentralstaat wegbewegen würden. Herrn Schalauske ist es, wie er betont, vollkommen egal, woher das Geld kommt. Wichtig ist den Linken nur, wem der Staat das Geld nimmt. Vorzugsweise denen, die sich durch Verzicht auf etwas von ihrem bereits versteuerten Einkommen abgespart haben, Eine Vermögensteuer wäre, wie man mantraartig bei jeder Gelegenheit wiederholt, die Lösung aller Probleme. Herr Schalauske, Sie sagen ja immer, wir wären die Ewiggestrigen. Aber Ihre Stammokap-Fantasien, das sind wirklich 70er Jahre. Das ist echt 70er Jahre. Ja. Im kommunalen Bereich sollte dazu direkt noch ein neues Schutzschirmprogramm aufgelegt werden. Dass es Entschuldungen nicht umsonst gibt und dem Land somit langfristig der Spielraum für die von vielen Seiten angemahnte bessere Finanzausstattung der Kommunen und damit für den Ausbau der fiskalen Eigenverantwortung genommen wird, ist für DIE LINKE absolut unproblematisch. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir in der vorgestrigen Haushaltsausschusssitzung mit Genugtuung wahrgenommen haben, dass auch der ein oder andere Vertreter der kommunalen Spitzenverbände das Sondervermögen ein wenig kritisch sieht. Die viel wiederholte Formel, dass es den kommunalen Vertretern, genauso wie Herrn Schalauske, egal sei, woher das Geld kommt, Hauptsache es kommt, trifft somit wohl doch nicht ganz zu. Auch auf kommunaler Ebene scheint man sich darüber bewusst zu sein, dass die Mittel, die wir künftig für den Schuldendienst aufzubringen haben, endlich sind. Deshalb gilt es, sorgfältig zu entscheiden, wann, wer und in welchem Umfang Unterstützung gewährt werden soll. Genau aus diesem Grunde hatten wir zwei Anträge im zweiten Nachtragshaushalt vorgelegt. Diese hätten eine weitere Kreditaufnahme unnötig gemacht und gleichzeitig ausreichend Mittel für die Kommunen bereitgestellt. Denn wie wir schon damals voraussagten, sind insbesondere die Kommunen von dem Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch und den damit einhergehenden Steuerausfällen betroffen. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, in einem nächsten Schritt Möglichkeiten zu finden, auch die Ausfälle bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen angemessen zu kompensieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Vohl. Nächster Redner ist der Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Angesichts der Späte der Zeit widerstehe ich der Versuchung, auszuführen, an welche Jahreszahlen ich hier bei einer Fraktion im Hessischen Landtag so denke im 20. Jahrhundert. Das wäre noch einmal ein anderes Thema für eine andere Debatte.
zweifelsohne. Es ist ein richtiger Schritt, dass Bund und Land, oder um mit dem Kollegen Michael Roll zu sprechen, Michael und Olaf zusammen mehr als 1,2 Milliarden € zur Verfügung stellen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die finanziellen Einbußen der hessischen Kommunen infolge der Corona-Pandemie sind immens. Auf Basis der letzten Steuerschätzung könnten sich die Einnahmeverluste bis 2023 auf bis zu 3,5 und bis 2024 auf bis zu 4,2 Milliarden € belaufen. Wir teilen die Auffassung, dass es vom Land auch keine Goodwill-Aktion jetzt sein kann, den Kommunen zu helfen, sondern dass es schlicht und ergreifend verfassungsrechtlich geboten ist, in schwierigen Zeiten die Kommunen finanziell zu unterstützen. Wir sehen mit Blick auf das Sondervermögen, für dem ja noch 1,9 Milliarden € für die Kommunen verbleiben, verglichen mit der Steuerschätzung Perspektive 2024 immer noch eine Differenz von 1 Milliarde €. Es ist völlig richtig, dass in unserem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden die Hilfsmaßnahmen einhellig positiv kommentiert worden sind. Das finde ich, das war so, das muss man hier auch erwähnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wahrzunehmen, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, dass die Probleme damit nicht gelöst sind. Sorgen bereitet die kommunalen Spitzenverbände insbesondere die Entwicklung in den kommenden Jahren 2021 und 2022. Die Spitzenverbände haben zudem darauf hingewiesen, dass mit der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle das Problem der Mindereinnahmen bei den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer noch nicht gelöst ist. Wir finden, diesem Problem darf sich die Landesregierung nicht verschließen. Grundsätzlich gilt, die Kosten der Krise dürfen auch nicht auf die Kommunen abgewälzt werden. Forderungen nach Konsolidierung, übersetzt Kürzungen in den Kommunen, sind der falsche Weg. Die hört man ja hier so mitunter von den Regierungsfraktionen. Wir finden, die Kommunen müssen jetzt investieren und nicht in die Krise hineinsparen. Da sind wir uns auch einig mit den kommunalen Spitzenverbänden. Abschließend möchte auch ich den Direktor des Hessischen Städtetags, Dr. Dieter, hier erwähnen, und ich möchte ihn paraphrasieren, immer ein schwieriges Wort. Wir haben hier im Hessischen Landtag schon bei deutlich weniger Geld länger geredet und länger gestritten. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist der Abg. Marius Weiß, Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Mittwochabend hat gezeigt, es war gut, dass die SPD angeregt hat und darauf bestanden hat, dass wir zu diesem Gesetzentwurf eine Anhörung gemacht haben. Denn die Anhörung der Spitzenverbände hat am Montagabend Folgendes gezeigt. Erstens. Es ist richtig, dass Bund und Land hier zusammen helfen, dass der Bund die Initiative ergriffen hat und das Land das dementsprechend unterstützt hat, um hier gemeinsam mit Bund und Land die Kommunen zu unterstützen und die Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Das Ganze, und das war ein weiteres Ergebnis der Anhörung, das Ganze kann aber nur ein erster Schritt sein. Die Gewerbesteuerausfälle sind nicht das einzige Problem der Städte, Gemeinden und Kreisen in Hessen. Ein weiteres Ergebnis von Montagabend war, dass 2021 und 2022 wahrscheinlich deutlich schwieriger sogar noch werden dürften für die kommunale Finanzlage als dieses eigentliche Krisenjahr 2020. Es geht jetzt darum, was mit dem Rest der 1,9 Milliarden € aus dem Sondervermögen passiert. Am Montag dieser Woche sind die Gespräche losgegangen, haben die Spitzenverbände berichtet. Und von daher haben wir am Montagabend in der Anhörung auch mitgenommen, die Erwartungen, die die Kommunen an diese Gespräche haben, die jetzt weitergehen müssen. Erstens. Der KFA soll möglichst weitgehend stabil sein, auch in den nächsten Jahren, entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung.
Der Finanzschaden soll ausgeglichen werden und der Steuerausfall soll ersetzt werden. Wenn jetzt alle den Jürgen Dieter hier zitieren, dann kann ich das auch machen. Montagabend hat er gesagt, genug ist nie genug, genug kann nie genügen. Er hat Gott sei Dank nur Konstantin Wecker zitiert und hat es nicht nachgesungen. Aber mit diesem Motto, wenn die Kommunen damit in die Verhandlungen mit dem Land gehen, dann haben sie uns jedenfalls als SPD an ihrer Seite. Denn völlig klar ist, dass die Kommunen in Hessen eben nicht das machen können, was das Land macht, einfach Steuerausfälle mit entsprechenden Schulden kompensieren. Dafür gibt es die entsprechenden Auflagen, die sie haben. Das heißt, drastische Steuerausfälle bei den Kommunen können nur auf zwei Seiten kompensiert werden, nämlich entweder durch entsprechende Steuererhöhungen und Gebührenerhöhungen oder durch drastische Einschränkungen der Leistungen. Beides wollen wir nicht. Und deswegen wünschen wir den Kommunen viel Erfolg bei den Verhandlungen mit dem Land. Und Sie können sich sicher sein, dass die Kommunen uns dabei an ihrer Seite haben. Herzlichen Dank. Danke schön, Kollege Weiß. Für die Fraktion der Freien Demokraten ist der nächste Redner der Abg. Jürgen Lenders. Schön eingefädelt. Ja, super. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf es dafür auch relativ kurz machen. Zum einen, wir stimmen dem Änderungsantrag zu und dem Gesetzentwurf auch. Und da man mir ausnahmsweise mal eine Rede aufgeschrieben hat, kann ich dir zu Protokoll geben. Vielen Dank. Das steigert die Beliebtheit des ohnehin beliebten Kollegen noch weiter. Das ist eine gute Idee. So, ja. So, nächster Redner ist der Kollege Felix Martin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich in der Tat beliebt machen mit kurzer Rede, aber ganz so kurz wie der Kollege Lenders kriege ich es dann doch nicht hin. Wir haben in den letzten Tagen viel über die Städte, Gemeinden und Landkreise und deren finanzielle Situation gesprochen. Am Dienstag mit der ersten Lesung dieses Gesetzes, am selben Abend mit der Anhörung im Haushaltsausschuss, Mittwochmorgen beim Setzpunkt der CDU und heute Abend dann mit dieser zweiten Lesung. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der Tat auch auf die kommunalen Haushalte enorm. Daraus resultierend sinken insbesondere die zu erwartenden Einnahmen der Städte und Gemeinden aus der Gewerbesteuer. Damit Sie, die Städte und Gemeinden, weiterhin handlungsfähig bleiben, greifen wir Ihnen gemeinsam mit dem Bund bei diesen Einnahmeausfällen unter die Arme. 1,2 Milliarden Euro sind es. Hessen legt 661 Millionen Euro dafür bereit. Die Verteilung der Gelder auf die einzelnen hessischen Kommunen berücksichtigt zum einen vergangenheitsbezogene Faktoren und bezieht zum anderen die tatsächlichen Mindereinnahmen im Jahr 2020 angemessen ein. Im Ergebnis werden dann aber alle hessischen Gemeinden von den zusätzlichen Mitteln profitieren. Wir geben ihnen damit ganz wichtige Planungssicherheit und schnelle Hilfen. Der vorliegende Gesetzentwurf wurde gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. Wir haben deren schriftliche Stellungnahmen erhalten und sie im Haushaltsausschuss angehört. Der Städtetag spricht davon, dass die Mittel zeitnah und unbürokratisch fliegen und Bund wie Land kommunalfreundlich agieren. Städte- und Gemeindebund führt aus, dass erstmals eine Stützung der kommunalen Finanzlage kurzfristig nach Beginn einer wirtschaftlichen Krise erfolgt. Das begrüße man uneingeschränkt. Zusammenfassend will ich sagen, mit dem Gesetzentwurf wurde offenbar vieles richtig gemacht. Er ist kein Allheilmittel, er ist lediglich eines von vielen wichtigen Instrumenten zur Unterstützung der Kommunen. Er ist aber eben eine genau solche wichtige Unterstützung in dieser schwierigen Lage. Er stößt auf die Zustimmung der kommunalen Spitzenverbände und sollte deshalb jetzt auch auf unsere Zustimmung stoßen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich hatte vorgestern
dargelegt, wie wir die Verteilung dieser Kompensation vornehmen wollen. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komplex, aber anscheinend ist es so gerecht, dass wiederum die kommunale Seite, die es ja betrifft, ausschließlich betrifft, einverstanden ist mit dem Verteilmechanismus. Bei aller Kritik, die es da und dort oder unterschiedlichen Vorstellungen bei den Spitzenverbänden gegeben hat. Ich glaube, das ist ein gutes Werk und ist ein gutes Signal, dass der Hessische Landtag in zweiter Lesung das jetzt verabschieden will. Das ist jedenfalls das, was ich nach den Beiträgen erwarte und wofür ich mich sehr herzlich bedanken will. Denn auch das ist ganz wichtig, dass wir nach draußen senden, dass wir schon einige große Herausforderungen haben, bei denen wir beieinander sind und gemeinsam helfen wollen. Ich glaube, das gelingt hier ganz gut, ist auch ganz erfreulich für mich als Finanzminister, der ansonsten hin und wieder auch ein bisschen Prügel einstecken muss. Also, wir werden weiter streiten, aber in dieser Sache offensichtlich nicht. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend. Danke. Ja, danke gleichfalls, Herr Staatsminister. Vielen Dank. So, wir sind am Ende der Aussprache angelangt.